Hallo miteinander. Ich begrüße euch zum heutigen Workout. Das heutige Workout soll so ein bisschen so ein Basic-Einsteiger-Workout sein, wo wir uns so die grundlegenden Elemente des Trainings mit dem eigenen Körpergewicht angucken. Da ich jetzt doch immer und immer wieder merke, wie meine Zuschauerschaft wächst und das Publikum auch recht breit gefächert ist, soll das quasi so ein Einstieg sein, ja, für Leute, die vielleicht noch gar nicht so viel sonst damit zu tun hatten. Wir gucken uns also wirklich ganz, ganz einfache Basisübungen an, die auch nur unterschwellig anstrengend sind und gehen so ja, auf grundlegende Aspekte ein, auf so ein paar Details, auf die ihr achten könnt, wenn ihr das selber zu Hause macht. Ja, also wer jetzt schon eine Weile dabei ist und mit den bisherigen Übungen keine Probleme hatte, für den wird das Ganze nichts sein. Ja, das soll jetzt, wie gesagt, heute mal ein recht leichtes Workout sein. Das Ganze ist unterteilt in unsere typischen drei Punkte: Aufwärmung, Workout und Cooldown zum Ende. Unser Workout besteht heute aus 9 Übungen, die wir in 3 Sets miteinander kombinieren. Jedes Set wird heute allerdings nur 2-mal wiederholt, da das Ganze ja heute nicht so lang werden soll. Das ist halt, wie gesagt, alles heute ein bisschen unterschwelliger. Als Material brauchen wir heute 2 Flaschen. 1,5 Liter macht sich irgendwie am besten, die kann man ganz gut greifen, die haben noch ein ganz gutes Gewicht. Ja, wenn ihr das haben solltet, eine Matte. Matte ist eigentlich immer gut, dass ihr irgendwie eine weiche Unterlage habt, auf die ihr euch legen könnt. Und wir fangen mit dem Warm-up an. Auch wenn ich vor euch knie, ihr könnt euch natürlich hinstellen. Ich mache das nur, damit ihr mich besser seht, damit nicht irgendwie meine Stirn abgeschnitten ist. Wir fangen an mit den Schulterkreisen. Ich werde jetzt so ein paar grundlegende Sachen mal zur Erwärmung, zum Warm-up erzählen. Ihr versucht trotzdem einfach das mitzumachen, was ich hier in der Kamera vormache. Wir wechseln schon mal die Kreisrichtung der Schultern. Warum wärmen wir uns auf? Viele skippen das ja ganz gerne, lassen das sein. Gerade jetzt so im Sommer, wenn es draußen eh warm ist, hört man immer wieder das Argument, es ist so warm draußen, ich brauche mich nicht noch großartig erwärmen, aber auch wenn das Erwärmung heißt, geht es weniger darum, irgendwie den Körper auf Betriebstemperatur zu bekommen, die wird immer gleich sein im Körper, aber es geht vielmehr darum, unsere Gelenke grundlegend erstmal in Bewegung zu bekommen, bevor wir anfangen, die zu belasten. Unsere Gelenke bestehen zu einem sehr großen Teil aus sehr zähen Strukturen, Knorpel, Sehnen, Bänder, die alle, wenn sie nicht bewegt werden, recht spröde, recht starrsinnig sind und erstmal durch Bewegung überhaupt in so einen Zustand versetzt werden, dass da Stoffwechseltransport stattfinden kann, der unerlässlich ist, dass wir uns irgendwie bewegen können, dass die sich ernähren können, dass die anfallende Stoffwechselendprodukte abtransportieren können. Und um die überhaupt erstmal so ein bisschen geschmeidig zu bekommen. Man kann das Ganze ein bisschen vergleichen wie ein Auto, was man anlässt, wo der Motor erstmal warm laufen muss. Es liegt damit zusammen, dass das Motoröl im kalten Zustand noch recht zähflüssig ist, noch recht starr ist, Widerstände entsprechend hoch sind, was man auch ganz gut daran sieht, dass der Kraftstoffverbrauch in dem Moment, wo der Motor noch nicht warm gelaufen ist, recht hoch ist. Genauso ist es bei uns auch. Wir müssen erstmal unsere Gelenkschmiere wieder ein bisschen in einen flüssigen Zustand versetzen und auch das Herz-Kreislauf-System profitiert davon, dass wir erstmal unseren Puls so ein Stückchen in die Höhe treiben, unser Herz-Kreislauf-System darauf vorbereiten, was da jetzt gleich kommt. Ziel sollte es also bei jeder Bewegung sein, dass wir grundlegend alle Gelenke irgendwo erstmal in Bewegung bringen. Bitte keine Dehnung vorher machen, denn Dehnung ist da eigentlich recht kontraproduktiv. Gerade Dehnung braucht eine sehr, sehr hohe Erwärmung, bevor man damit anfängt. Dehnung deswegen immer ans Ende.
Es sei denn, ihr wollt irgendwie was machen, wo ihr wirklich diese Bewegungsspielradien braucht. Also beim Ton und beim Tanzen, das ist natürlich irgendwie unablässlich, dass man sich vorher dehnt, aber die arbeiten natürlich auch die ganze Zeit in diesen hohen Gelenkamplituden. Ansonsten ist Dehnung keine Erwärmung. Wir kommen in den Vierfüßerstand, kommen durch Katze und Co. Bei jeder Einatmung versuchen wir, den Rücken durchhängen zu lassen, ziehen die Schultern zurück. Bei jeder Ausatmung strecken wir den Rücken nach oben hinaus, nehmen das Kinn zur Brust, einatmen, wieder durchhängen lassen und ausatmen, hoch in den Katzenmuckel. Wir versuchen, seinen ganzen Körper, so weit es geht, ins Hohlkreuz zu bekommen und wieder nach oben hinaus zu strecken. Bleiben unsere Hände und Knie gleich da, wo sie sind. Unsere Füße, die stellen wir auf, schieben unser Gesäß nach hinten und strecken die Hüfte nach vorne aus. Schieben unser Gesäß nach hinten, nehmen die Hände noch ein Stückchen weiter nach vorne, sodass wir den Armrumpfwinkel komplett aufstrecken können. Und schieben unsere Hüfte nach vorne. An diesen Endpositionen so ein bisschen federn, um minimal in die großen Bewegungsamplituden zu kommen, das ist das okay. Aber Erwärmung sollte immer in Bewegung stattfinden. So, stellen uns auf. Hände in die Hüfte. Kommt zum Hüftkreisen. Und wechsel die Seite. Kippen unser Becken vor und zurück. Probieren also das Gesäß reinzuziehen, Po anzuspannen, Bauch anzuspannen und das Gesäß rauszustrecken. Gesäß reinziehen, Becken nach vorne kippen, Becken nach hinten kippen, Becken nach vorne kippen, Becken nach hinten kippen. Versucht ein Gespür zu bekommen, wie sich das anfühlt, wenn ihr ins Hohlkreuz geht und wie ihr das hinbekommt, dass ihr das Becken nach vorne kippt. Fester Bauch, fester Hintern. In dem Moment, wo ihr das locker lasst, fällt das Ganze nach hinten, ihr streckt das Gesäß raus. Es gibt so ein paar Übungen, da neigt jeder Mensch dazu, ins Hohlkreuz zu gehen, und ein paar andere Übungen, da neigt jeder Mensch dazu, in den Rundrücken zu kommen. Probieren aber tendenziell immer so eine neutrale Rückenhaltung zu halten, also unsere typische Doppel-S-Kurve, ohne dass wir da irgendwo in irgendeine Richtung zu starken Knick haben. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wir uns in den einen oder anderen Übungen sehr, sehr, sehr explizit darauf konzentrieren müssen, unseren Rücken auch wirklich gerade zu halten. So, stellen uns aufs linke Bein, rechtes Bein ist nach oben und wir kreisen unseren Fuß. Andersherum. Und Unterschenkel. Andersherum. Und das gesamte Bein. Ja, wir werden heute so ein kleines Ganzkörper-Workout machen. Tendenziell, Richtungswechsel, tendenziell ist es sinnvoll, sich einen Schwerpunkt zu nehmen und eine Körperpartie explizit zu trainieren. Und natürlich wollen wir dann auch diese Körperpartie gesondert warm machen. Also, wenn wir zum Beispiel nur die Beine trainieren, dann kann man getrost auch auf die Erwärmung des Oberkörpers verzichten.
da der eben nicht so stark belastet wird. Dafür dann aber vielleicht ein bisschen mehr Konzentration auf die unteren Extremitäten, da wo wir uns dann später auch erwärmen. Wo wir uns belasten, meine ich. Unterschenkel. Richtung Sätze. Und das gesamte Bein. Und andersherum. So. Das soll es mit der Erwärmung gewesen sein. Das Einzige, was wir jetzt nicht wirklich beachtet haben, ist den Kopf, aber den hatten wir heute eh die ganze Zeit gerade. Also können wir den vernachlässigen. So, unser erstes Set, bestehend aus drei Übungen, wie gesagt, werden Kniebeuge, Plank und Hip Raises sein. Kniebeuge heißt, wir stehen etwas weiter als hüftbreit da. Versuchen tendenziell immer auf den Außenkanten der Füße zu stehen. In dem Moment, wo wir zu weit auf die Fußinnenkanten fallen, klappen auch die Knie nach innen. Das wollen wir tunlichst vermeiden, denn wir wollen tendenziell uns darauf konzentrieren, dass die Knie immer über den Fußgelenken sind. Ihr erreicht das ganz einfach, indem ihr euch vorstellt, wir wollen auf den Außenkanten stehen. Nicht so, dass die Innenkanten hochkommen, die bleiben schon noch am Boden, aber so wenig Last wie möglich, ganz viel Last auf den Außenkanten. Und der große Zehenballen, der drückt noch so ein bisschen in den Boden hinein. Aber achtet darauf, dass ihr den Innenteil von den Füßen, dieses Fußgewölbe, dass ihr das versucht hochzuziehen. Dass ihr das wegkommt vom Boden, beziehungsweise wenigstens so, dass es keine Belastung mehr auf dem Boden hat. Dann in der Kniebeuge. Schieben das Gesäß nach hinten, versuchen tief zu kommen und richten uns wieder auf. Gerade in dem Moment, wo ihr euch aufrichtet, dran denken, Außenkanten der Füße sind belastet. Wenn ihr das nicht macht, neigt ihr dazu, über X-Beinstellung euch aufzustrecken. Das ist ein ganz typischer Fehler, den ich immer wieder sehe. Konzentrieren uns aber darauf, die Knie bleiben nach außen gedrückt und so richten wir uns wieder auf. Ihr geht selber so tief runter, wie ihr es hinbekommt. Schön wäre es natürlich, wenn wir bis runterkommen, aufgerichteten Oberkörper lassen können und uns hier wieder aufstrecken. Wenn es nur so eine Kniebeugen sind, ist das auch okay. Ich zeige das Ganze nochmal von der Seite. Wir achten darauf, die Knie, die schieben nicht nach vorne. Wir bleiben auf dem Fersen und versuchen die Knie an Ort und Stelle zu lassen und uns da wieder aufzustrecken. Das Übung Nummer 1. Nummer 2. Plank-Position, unser Unterarmstütz. Wir kommen auf die Unterarme. Haben die Hände flach aufgesetzt oder Fäuste oder Handkanten, was euch am liebsten ist. Hier neigen wir dazu, tendenziell ins Hohlkreuz zu fallen. Dahin. Genau das versuchen wir zu vermeiden. Denken deswegen daran. Bauch anspannen, Becken nach vorne kippen, Hintern anspannen. Unser Hintern sollte gefühlt auf Schulterhöhe sein. Also nicht irgendwo hier unten und auch nicht, wenn wir irgendwann nicht mehr können, so einen Berge bauen, sondern probiert die Beine in Verlängerung der Wirbelsäule, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule zu halten und nur halten. Und letzte Übung, Hip Raises. Im ersten Set liegen auf dem Rücken, Füße sind nah am Gesäß dran, stehen etwa hüftbreit auf. Unsere Arme liegen seitlich neben dem Körper mit den Handflächen nach oben gerichtet ab. In die Handflächen zum Boden drehen, spürt man die Schultern hinein. Dann nehmen wir die Schultern weg vom Boden, versuchen die Hände aber aufzudrehen. Damit haben wir eine höhere Kontaktfläche zum Boden mit dem Rücken. Die Schultern liegen natürlicher am Boden und wir sind ein bisschen stabiler. Können aber auch gleichzeitig weniger mit den Händen schummeln. Wenn die Hände zum Boden drücken, dann können wir hier über die Hände noch deutlich mehr drücken. Das wollen wir aber gerade nicht. Wir wollen ja aus den Rücken herausarbeiten. Fersen in den Boden reingedrückt, dann heben wir erst das Gesäß an, versuchen den Bauch fest anzuspannen und Wirbel für Wirbel vom Boden zu lösen, uns aufzustrecken
Oberkörper in Verlängerung der Oberschenkel aufzurichten, sodass ihr es merkt, dass es im Hintern anspannt, den Oberschenkel anspannt, Hüfte so hoch wie es geht und dann langsam Wirbel für Wirbel mit dem Gesäß als letztes wieder ablegen. Das Ganze wieder nach oben, Hintern geht zuerst ab und dann Wirbel für Wirbel vom Kreuzbein angefangen, nach oben Richtung Schultern hin vom Boden lösen und das Ganze von oben angefangen, Wirbel für Wirbel bis zum Gesäß wieder runter ablegen. So, diese drei Übungen machen wir zusammen. Ich sage, während wir trainieren die ganze Zeit immer noch, worauf wir achten können, was wir vielleicht abändern können, um das Ganze ein bisschen zu individualisieren. 40 Sekunden Belastungszeit haben wir jedes Mal mit 15 Sekunden Pause dazwischen. Und in 10 Sekunden fangen wir an. Wir fangen mit unseren Kniebeugen an. Achte darauf, dass die Füße tendenziell nach vorne zeigen. Wir kommen nach unten, jeder so weit wie er schafft und streckt sich wieder auf. Macht das Ganze langsam und behutsam. Probiert, wenn ihr unten seid, dass ihr den Oberkörper aufrichten könnt und nicht irgendwie nach unten guckt, sondern langer Oberkörper. Guckt permanent nach vorne. Was ihr mit den Armen macht, das ist euch überlassen. Denkt an die Fußaußenkanten. Wir wollen auf den Außenkanten belasten. Und jedes Mal, wenn wir oben sind, strecken wir uns komplett auf. Nicht mit so einem kleinen Hüftknick noch stehen bleiben. So. Kniebeugen geschafft. Es geht weiter mit Planks. Wir kommen schon mal runter. Positionieren unsere Arme. Knie können noch am Boden bleiben. Bauch fest anspannen, Hintern fest anspannen. Dann nacheinander die Beine nach hinten stellen. Bauch fest. Drückt euch aus den Schultern raus, achtet darauf, dass ihr nicht hier drin hängt, sondern probiert die Ellbogen wegzuschieben von euch. Und dann geht es erstmal nur darum zu halten, gleichmäßig weiter zu atmen. Immer wieder daran denken, Bauch fest, Becken nach vorne gekippt, Hintern einziehen und fest. Weltrekord übrigens irgendwas 3,5 Stunden, das so zu halten. Und heben die Hüfte nach oben an. Und legen Sie Wirbel für Wirbel wieder ab. Hüfte anheben, erstes Gesäß, Wirbel für Wirbel vom Boden lösen, Hüfte nach oben strecken und wieder ablegen. Hände sind wie gesagt nach oben hingerichtet. Das Ganze langsam und behutsam. Geschafft. So. Wir kommen wieder zur ersten Übung, unseren Kniebeugen. So, denkt daran, dass weiter als Hüftbreiter stehen, nach unten kommen und als erste Individualisierung, wenn wir aufstehen, versuchen wir einmal uns noch aus den Fersen herauszudrücken. Also hoch auf die Zehenspitzen. So hoch rausdrücken, wie es geht, langsam und behutsam trotzdem nach unten kommen. Guckt immer nochmal auf eure Füße. Stehen die gleich weit nach außen gedreht oder ist vielleicht der eine Fuß 10 Grad und der andere Fuß 20 Grad gedreht, dann positioniert sie gleich. Und wie gesagt, wer mag, jedes Mal, wenn ihr oben seid, aus den Fersen herausdrücken. Und haben es geschafft. Zweite Übung. In die Plank. Legen schon mal die Unterarme ab. Dann denken, fester Bauch, festes Gesäß. Aus den Schultern herausgedrückt.
Und als Individualisierung beugen und strecken wir unsere Füße. Also wir versuchen einmal die Ferse so weit wie es geht nach hinten zu schieben und schieben uns über die Füße nach vorne. Fersen nach hinten und über die Füße nach vorne. Haben natürlich so ein bisschen Bewegung in den Schultern. Müssen wir uns trotzdem darauf konzentrieren, festen Bauch zu behalten, nicht einzusinken in der Hüfte. Und geschafft. Dritte und letzte Übung in dem Set waren unsere Hip Raises. Und rollen Wirbel für Wirbel die Hüfte nach oben an und langsam und behutsam Wirbel für Wirbel wieder zurück. Versucht euch auf die Bewegung zu konzentrieren. Im letzten Moment nochmal daran denken, die Fersen in den Boden hineinzudrücken. Also Ziel sollte es sein, dass wir es in den Oberschenkelrückseiten spüren. Dafür ist die Übung. Oberschenkelrückseiten, Gesäß, da geht das Ganze hin. Und das erreichen wir nochmal zusätzlich, indem wir am höchsten Punkt, wo wir die Hüfte schon ganz nach oben geschoben haben, nochmal uns darauf konzentrieren, die Fersen in den Boden hineinzudrücken. So, wir machen das doch eine dritte Runde noch. Ich merke, dass es auf jeden Fall Potenzial dafür gibt. So, Kniebeuge. Willkommen. Wieder nach unten und bei der Aufstreckung hochkommen auf die Zehenspitzen, wenn ihr möchtet. Nach unten kommen langsam und behutsam, darauf achten, dass wir gerade stehen bleiben. Also gerade stehen bleiben heißt, am untersten Punkt Schultern zurückziehen, Oberkörper aufrecht. Versucht euch so wenig wie möglich nach vorne zu gehen. Und jedes Mal, wenn ihr oben seid, streckt die Hüfte komplett durch, nicht im Knick dastehen. Macht das Ganze nochmal seitlich. Achtet wirklich darauf, dass ihr das Gesäß nach hinten schiebt. Lang gerade Oberkörper behalten. Und Plank als nächstes. Streckt die Beine nach hinten aus. Bauch fest. Po angespannt. Und als zweite Individualisierung probieren wir im Wechsel unser Becken mal nach links und zur Seite, links und rechts zur Seite zu führen. Idealerweise so, dass ihr es kurz auf dem Boden abtippen könnt. Wenn euch das zu viel wird, nur halten, völlig in Ordnung. Das sind jetzt nur kleine Variationen, wie wir die Übung noch so ein bisschen abändern können. Denkt trotzdem daran, euch aus den Schultern herauszudrücken, trotzdem den Bauch festzuhalten. Und in den Hip Raises, den wir hier einfach mal als Individualisierung dazu am obersten Punkt einmal nach vorne auszustrecken, wieder abzusetzen und danach zurückzurollen. Wirbel für Wirbel nach oben rollen, das andere Bein aufstrecken, absetzen und wieder zurück. Es geht nicht darum, das schnell zu machen, achtet vielmehr darauf, dass ihr spürt, wo ihr was macht im Körper und dass, wenn ihr das Bein anhebt, probiert die Spannung zu halten und nicht zur Seite hinweg zu kippen. So, jetzt haben wir das erste Set geschafft. Drei Runden sind durch. Kurze Trinkpause. Fangen wir an mit einer Übung, die sich Lunges nennt. Ausfallschritte zu Deutsch. Bei den Lunges probieren wir
einen großen Schritt nach hinten oder nach vorne zu machen. Ich entscheide mich immer lieber für den Weg nach hinten, damit man es besser kontrollieren kann. Ich versuche wirklich einen großen Schritt nach hinten zu machen, das zu vermeiden, was mir jetzt gerade passiert ist, also das Ganze kontrolliert, ohne dass sich die Hüfte hier nach hinten hin aufdreht, sondern wir nehmen am besten die Hände in den Seitenstütz, kontrollieren darauf, dass die Hüfte senkrecht zur Blickrichtung ist. Wir kommen mit dem Knie zum Boden. Ziel sollte es sein, dass wir das vordere Knie im rechten Winkel haben, hinteres Knie im rechten Winkel und nehmen den Schritt wieder ran. Anderes Bein, großen Schritt nach hinten, Knie zum Boden führen und wieder ran. Im Wechsel, linkes Bein, rechtes Bein. Versucht nicht runterzufallen aufs Knie, sondern wirklich nur leicht anzutippen oder halt kurz vorher aufzuhören. Häufigster Fehler, man macht einen zu kleinen Schritt und schiebt das vordere Knie nach vorne. Macht einen so großen Schritt, wie es nur geht. Einen zu großen Schritt kann man nicht machen, einen zu kleinen dafür ja. Ansonsten achtet darauf, was macht euer vorderes Knie. Schafft ihr das hier gerade zu halten oder eiert ihr hier rum, um das auszubalancieren? Wenn ihr merkt, ihr wackelt da noch sehr viel, dann ist das definitiv ein Zeichen dafür, dass ihr das auf jeden Fall immer so langsam üben solltet und nicht irgendwie da schneller in der Dynamik reinkommt. Denn diese Kniestabilität im vorderen Knie, um die geht es so ein bisschen, solange wir die nicht halten können, auf jeden Fall weghalten von irgendwelchen springenden Alternativen davon. Wenn ihr mit den Armen an der Seite nicht zurechtkommt, sondern die irgendwo frei zum Ausbalancieren braucht, völlig in Ordnung. Wenn ihr die nicht braucht, nehmt ihr in Hüfte, dass ihr da merkt, wie rotiert das Becken mit, könnt ihr das gerade halten. Übung Nummer 2, Sit-Ups. Bei den Sit-Ups wahlweise Hände auf die Brust gelegt oder hinter den Kopf. Wenn ihr die Hände hinter den Kopf nehmt, achtet bitte darauf, dass ihr die Ellenbogen seitlich habt und nicht irgendwie anfangt, hier die nach vorne zu reißen. Ich persönlich finde es angenehmer, wenn wir auf der Brust sind. Ziel ist es, dass wir uns hier aufsetzen und im Sitzen einmal komplett aufstrecken. Also nicht irgendwo hier im krummen Sitz sitzen, sondern wir schieben den Kopf nach vorne, versuchen die Brust nach oben hin zu öffnen. Und dann geht es Wirbel für Wirbel wieder nach unten wieder zurück. Wir können uns Wirbel für Wirbel aufsetzen, aufstrecken und wieder ablegen. Wenn ihr die Hände hinter den Kopf nehmt, dann könnt ihr da zwar euren Kopf ein bisschen noch unterstützen, aber da ihr auch mehr Körpermasse weg von euren Drehpunkt bewegt, Drehpunkt ist jetzt die Hüfte, weil da ist ja unser Auflagepunkt, über den wir uns aufsetzen, dadurch wirken logischerweise größere Hebelverhältnisse, größere Hebelwirkung und das Ganze wird schwerer. Guckt, was für euch angenehmer ist, ihr könnt natürlich auch wechseln, probiert das Ganze Gefühl zu machen und nicht großartig mit Schwung. Es kann sein, dass ihr irgendwo die Füße irgendwo drunter klemmen müsst oder die Beine ausstrecken müsst, dass da auch der Oberkörper hochkommt und nicht die Füße. Wenn ihr merkt, das ist ein Problem für euch, dann sucht euch irgendwo was, wo ihr die Füße runterklemmen könnt. Eine Heizung, Schrank, was weiß ich. So. Und zu guter Letzt brauchen wir unsere Wasserflaschen. Wir kommen zu Trizeps Kickbacks. Wir stellen uns in einen großen Ausfallschritt. Stützen uns mit der diagonalen Hand am vorderen Bein ab. Unseren Arm, in der wir die Trinkflasche haben, in der wir die Wasserflasche haben, den versuchen wir mit dem Ellenbogen hoch nach oben zu heben und strecken den Arm komplett durch und beugen ihn wieder ein. Nach hinten hin strecken und wieder einbeugen. Und jedes Mal, wenn wir den Arm gestreckt haben, probieren wir den mal hier so ein Stückchen zu halten. Eine Sekunde lang wirklich den Arm komplett durchstrecken, drücken, soweit wie es geht, und bevor ihr wieder einbeugt. Achtet darauf, dass ihr den Oberkörper auch gerade habt, nicht irgendwie hängt wie so ein Schluck Wasser, die sind nur in der Flasche, und konzentriert euch auf den Trizeps, also Armstrecker, Armrückseite, dass ihr da komplett streckt und wieder loslasst. Wir bleiben in der ersten Runde auf einer Seite, also wir wechseln nicht die Hand, zweite Runde in den anderen Arm und in der dritten, da wechseln wir dann doch einmal die Seite. So, ihr haltet euch bereit. In 8 Sekunden geht's weiter mit Lunges. Wie gesagt, Hände entweder im Seitstütz oder frei hängt.
im Wechsel einen großen Schritt nach hinten, Knie zum Boden führen, Beine wieder zusammen. Großen Schritt nach hinten und Beine wieder zusammen. Darauf, dass das Becken gerade bleibt. Achte darauf, dass das Knie vorne möglichst stabil an Ort und Stelle bleibt und euer Oberkörper bleibt ständig aufrecht. Also probiert tendenziell nach vorne zu gucken. Als zweites hatten wir die Sit-Ups. Wir kommen in Rücklage, Arme positioniert, wo auch immer ihr sie wollt, Beine angestellt. Und ohne Schwung richten wir uns auf, strecken uns auf und legen uns wieder ab. Ohne Schwung aufrichten, strecken und ablegen. Worauf kommt es hier an? Probieren über den gerollten Rundrücken uns aufzusetzen, aber im Sitzen uns aufzustrecken. Dieses Aufstrecken am Ende, das ist so ein bisschen was, was gerne mal vergessen wird. Und letzte Übung, Triceps Kickbacks. Wir stellen uns in Ausfallschrittstellung hin. Wenn wir die Flasche links haben, nehmen wir das linke Bein nach vorne, können uns hier abstützen. Ellenbogen hoch nach oben. Und Armstrecken. Der Ellenbogen bleibt an Ort und Stelle, der bewegt sich nicht. Aber wir strecken nur mit Ellenbogengelenk. Achte darauf, dass ihr einen lang geraden Rücken habt. Und konzentriert euch darauf in dieser Endstreckung. Nochmal eine Sekunde lang maximal halten. Maximal halten. Wenn ihr zu Hause ein Terraband habt oder irgendein anderes Gewicht, dann könnt ihr das natürlich auch damit machen. Wer das Ganze mit einem Terraband macht, stellt sich am besten mit dem vorderen Fuß aufs eine Ende und hat das andere Ende in der Hand. Zweite Runde, fangen mit Lunges wieder an. Stell mich einmal andersrum hin. Großen Schritt nach hinten, Knie zum Boden führen und Füße wieder zusammen. Probiert den Oberkörper aufrecht zu halten und nicht irgendwie nach vorne zu nehmen. Und wieder nach vorne nehmen, wenn ihr wieder die Füße zusammennehmt. Nein, der Oberkörper bleibt über der Hüfte. Versucht den Bauch festzuhalten. Und große Schritte. Denkt daran, man kann keinen zu großen Schritt machen. Nur zu kleine. Deswegen versucht, so weit es geht, den Schritt nach hinten zu machen. Sit-ups als nächstes. Wahlweise Hände hinter Kopf oder auf die Brust. Ich nehme sie diesmal hinter den Kopf und setzen uns auf, strecken uns auf. Bemüht euch darum, nicht die Arme nach vorne, die Ellenbogen nach vorne zu nehmen. Versuchen nicht am Kopf zu zerren, wer die Hände hinter den Kopf genommen hat, sondern der Kopf, der liegt locker in den Händen drin. Ausatmen, wenn ihr hochkommt. Ausatmen. Und einatmen, wenn ihr euch wieder ablegt. An die Körperaufrichtung, am Ende denken. Und unsere Triceps Kickbacks, diesmal in der anderen Hand, bei mir ist es rechts. Ich habe das rechte Bein vorne, rechts habe ich die Flasche und ich strecke mit dem rechten Arm nach hinten die Flasche weg. In der Endstreckung kurz halten und maximal den Arm strecken. Schieb die Flasche nach oben, streck den Arm maximal kurz halten.
Oberkörper bleibt gerade. Nochmal dran denken, Brustbein nach vorne zu öffnen. Und zweite Runde geschafft. Eine dritte und letzte Runde. Mit Lunges. Großen Schritt nach hinten, Knie zum Boden führen und Füße wieder schließen. Großen Schritt nach hinten, Füße wieder schließen. Immer im Wechsel. Achtet darauf, dass ihr die Hüfte nicht aufdreht. Und achtet darauf, dass ihr euch nicht nach vorne lehnt, wenn ihr den Schritt macht. Nur die Beine arbeiten. Der Oberkörper, alles von der Hüfte an aufwärts, bleibt so stabil, wie es geht. Sit-ups. So, mir ist es lieber mit den Händen vor der Brust. Muss ich zwar den Kopf verbinden, aber das finde ich trotzdem angenehmer. Achte darauf, in der Endposition euch komplett aufzustrecken. Rücken gerade, Brust nach vorne anheben. So, und das letzte, unser Unterarmstrecken, Armstrecken. Fang auf einer Seite an, zum Halbzeitpiep, wechseln wir dann schnell den Arm. Für bessere Stabilität haben wir immer das Bein vorne, auf der Seite, wo wir auch die Flasche haben. Und Seitenwechsel, anderes Bein nach vorne, andere Hand. Und wir konzentrieren uns halt darauf. Ellenbogen ist immer weiter oben. Der bleibt an Ort und Stelle. Wir beugen nur den Ellenbogen ein und strecken ihn wieder. Bei jeder Streckung maximal wegstrecken. Und strecken. So, zweites Set ist geschafft. Ein Set haben wir noch vor uns, drei Übungen in drei Runden. Da ist doch sehr unterschwellig als alles, bin ich der Meinung, dass die drei Runden doch völlig okay sind. Unsere letzten Übungen sind Good Mornings. Good Mornings sind im Prinzip Rumpfbeugen vorwärts. Quasi die Vorübung zum Kreuzheben, nur dass wir noch kein Gewicht irgendwo in der Hand haben. Wir haben, nehmen erstmal die Hände wieder vor die Brust als Einstiegsvariante. Diesmal müssen wir daran denken, wir versuchen unser Hohlkreuz zu halten. Also wir versuchen hier tendenziell unseren Hintern rauszustrecken, da wir hier tendenziell dazu neigen würden, in Rundrücken reinzukommen. Wir stehen wieder mit unseren Beinen etwas weiter als hüftbreit da. Füße sind nach vorne gerichtet, ganz leicht eingebeugte Knie. Und wir probieren unseren geraden Oberkörper nach vorne hinzulehnen. Kommen in so eine Art Tischposition, ohne hier den Rücken einzurunden. Deswegen Hintern raus, Hohlkreuz halten und richten uns hier wieder auf. Beim Aufrichten nicht hier anhalten, nicht mit einem 160-Grad-Winkel in der Hüfte, sondern wir strecken uns wirklich nach vorne. Wir probieren auch die Hüfte nach vorne zu strecken, um für das einfach zu da reinzukommen, dass wir hier wirklich uns komplett aufrichten. Und dann schieben wir das Gesäß hier nach hinten. Beine sind leicht gebeugt, bleiben aber in der Position. Wir bewegen uns nur in die Hüfte. Also nicht noch die Knie einbeugen, sondern nur im Becken, nur in der Hüfte.
und aus der Hüfte wieder aufrichten, Becken nach vorne schieben. Einbeugen und wieder abstrecken. Ihr könnt alternativ auch die Hände in die Hüfte nehmen, trotzdem langen geraden Rücken lassen oder meinetwegen auch hinter den Kopf. Das ist auch okay. Achtet darauf, hier die Spannung zu halten und anstrengend soll das in Oberschenkelrückseiten sein. Der Muskel ist der, der arbeitet. Zweite Übung, Liegestütz im vereinfachten Zustand. Heißt, wir kommen auf die Knie. Legen uns erstmal auf den Bauch, Knie wie gesagt oder Bein angehoben, wir versuchen über die Knie hochzukommen und setzen unsere Hände unter die Schultern. Weit gefächerte Finger. Achten gleich mal darauf, die Zeigefinger von beiden Händen zeigen nach vorne, die Zeigefinger sind parallel. Jetzt, erster Schritt, was wir versuchen zu machen. Wir bauen hier schon mal so eine kleine Spannung auf, heben unser Becken an, also nicht irgendwie das Becken am Boden lassen, wir wollen uns nicht darüber aufrichten, sondern erst das Becken anheben und dann wie ein Brett aus beiden Händen herausschieben. Wie gesagt, Hände sind mit weit gefächerten Fingern, Zeigefinger zeigen nach vorne, sind parallel zueinander. Wenn wir jetzt wieder einbeugen, achten wir darauf, der Ellenbogen, der geht nicht zur Seite, sondern eng am Körper vorbei. Wenn der Ellenbogen am Körper schleift, dann macht es richtig. Legt den Körper komplett ab, die Hüfte, die kann immer so ein ganz kleines bisschen in der Luft bleiben und die Hüfte, die kommt als erstes hoch. Dann legen wir uns wieder ab, Bauch fest, Hüfte, kommt so ein Viertelsekunde vor dem restlichen Körper, fängt die Hüfte an, dass wir nicht so eine Wellenbewegung haben. Für wen Liegestütz kein Thema sind, der streckt natürlich die Beine aus. Das soll quasi nur als Einstieg in den Liegestütz sein. Und letzte Übung, brauchen wir wieder unsere Beinflaschen. Wir kommen zum Seitheben unserer Beinflaschen. Ähnlich wie in den Good Mornings ganz am Anfang, in der ersten Übung in diesem Set, lehnen wir uns auf gleiche Art und Weise nach vorne, halten hier das Ganze, haben unsere Arme fast gestreckt und unsere fast gestreckten Arme ziehen wir seitlich nach oben. Wir versuchen aber in die Schulterblätter hineinzuspüren. Schulterblätter bewegen sich dabei zusammen und wir probieren auf diesen Punkt an der Wirbelsäule zwischen den Schulterblättern, da versuchen wir uns mal hin zu konzentrieren, als hätten wir da irgendwas, was wir zwischen den Schulterblättern einklemmen wollen. Seitlich heben, die ganze Zeit Spannung im Rücken halten, das Gesäß nach hinten rausschieben. Wenn ihr merkt, dass es in den Oberschenkelrückseiten zieht, weil die da halten müssen, macht ihr da alles richtig und konzentriert euch darauf, die Schulter nicht irgendwo hier nah am Gesicht zu haben, sondern Schulter nach unten ziehen, Schulter nach hinten Richtung Gesicht. Seitlich heben das Ganze. Die drei Übungen, letztes Set, drei Runden. Und in 10 Sekunden geht's los. Fangen mit Good Mornings an. Hände, wie gesagt, an die Brust, in die Hüfte oder hinter den Kopf. Gesäß nach hinten schieben und Oberkörper nach vorne. Wieder aufrichten, komplett die Hüfte strecken, wenn ihr euch dabei leicht nach hinten legt, völlig in Ordnung. Lieber überstrecken, als bei 160 Grad aufzuhören. Wie gesagt, wenn ihr ganz leicht in den Knien einbeugt, ist es okay, aber der wirklich überwiegende Teil der Bewegung kommt nur aus der Hüfte. Haltet den Oberkörper gerade, guckt auch niemals zu euren Füßen runter, denn da wo der Kopf hingeht, da geht in der Regel der ganze Körper hin. Also wenn ich hier zu den Füßen gucke, dann rollt gleich der ganze Körper ein. Versucht immer auf so einen Punkt, so ein Stückchen vor uns zu gucken. Okay. Als zweites, die Push-Ups. Wir legen uns schon mal auf den Bauch. Bein angehoben, wir wollen nur auf den Knien sein, Hände unter die Schultern und den ganzen Körper nach oben drücken. Mit engen Ellenbogen wieder ablegen, erst die Hüfte, dann die Brust. Beim Ablegen erst die Brust, dann die Hüfte. Versuchen, den Körper wie ein Brett zu halten. Niemals das versuchen wir zu vermeiden. Hüftwinkel ist aufgestreckt, ein typischer Fehler, den man auch gerne sieht, ist das. Nee,
wollen wir nicht hin, sondern wir wollen den Körper komplett ablegen und komplett wieder annehmen. Und zu guter Letzt unser Seitheben. Grundhaltung außer Vorbeuge, Schultern unten und seitlich die Arme nach oben anheben. Konzentriert euch auf die Schulterblätter, wie die zusammengleiten, wie die Richtung Wirbelsäule sich bewegen und da was einklemmen könnten. Wenn ihr also ein enges Gefühl habt, dann macht ihr da alles richtig. Und versucht auch nochmal den Hintern rauszustrecken, euch auf die Fersen tendenziell mehr zu belasten. Wenn ihr merkt, dass es in den Oberschenkelrückseiten anstrengend ist, dann macht ihr da alles richtig. Erste Runde geschafft. Zwei Runden noch, 6 Übungen insgesamt. Heißt, in weniger als 6 Minuten sind wir fertig. Fangen wir mit uns Mornings an. Gerader Oberkörper lehnt sich nach vorne und richtet sich wieder komplett auf. Alternativ, wie gesagt, Hände hinter Kopf, das ist völlig okay. Auch hier versucht eher auf den Fersen zu stehen. Also wenn ihr die ganze Zeit mit Zehen wackeln könntet, dann macht ihr alles richtig. Und wir versuchen, dieses Ziehgefühl in den Oberschenkelrückseiten zu bekommen. Hintern nach hinten rausschieben. Hintern weg, langer, glatter Rücken. Euer Brustbein, das will zum Boden. Liegestütz. Auf den Bauch gelegt, weit gefächerte Finger unter den Schultern absetzen und erst den Bauch fest, Hüfte hoch, dann die Arme strecken. Beim Einbeugen immer wieder dran denken, Ellenbogen sind eng am Körper. Wir machen nicht so einen Liegestütz. Da sind die Schultern in einer blöden Position zu arbeiten. Konzentrieren uns permanent darauf, die Schultern nach hinten, unten Richtung Gesäß zu ziehen und die Ellenbogen eng am Körper zu halten. Bauch ist fest, gerade in dem Moment, wo ihr euch hochdrückt. Drittes Set, zweite Runde, letzte Übung. Seitheben. Hintern rausgestreckt, langer Oberkörper und heben unsere Flaschen zur Seite hin an. Versucht den Hinterkopf auch so ein Stückchen wegzuschieben, nicht dass der Kopf hier vorne irgendwo hängt, sondern ja, als wolltet ihr euch so ein Doppelkinn ziehen, einen langen geraden Nacken. Letztes Mal. Und die letzte Runde. Dann sind wir durch für heute. Good mornings. Achtet immer darauf, dass wenn ihr so eine Übung wie Kreuzheben oder diese Good Mornings oder Kniebeugen habt, dass die Füße im gleichen Winkel nach vorne gerichtet sind. Idealerweise weniger als 15 Grad. Also wenn die Fußinnenseiten wirklich parallel zueinander stehen, das wäre Optimum. Versucht die nicht zur Seite zu drehen. Und immer daran denken, die Fußaußenkanten sind belastet. Nicht irgendwie auf den Innenkanten und dann die X-Beinstellung kommen. Liegestütz, Push-Ups, wir legen uns wieder auf den Bauch. Ich mache jetzt diesmal mit langen Beinen das Ganze.
Knie weg vom Boden. Achten dann drauf, eng die Ellenbogen am Körper vorbeizuführen und permanent Brust ablegen und die Hüfte, die bleibt und ein Stückchen weiter drüber. Und letzte Übung, dann sind wir durch. Letztes Mal seitlich, Lateral Raises. Langer gerader Rücken, Hintern rausgestreckt, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Achte darauf, Fußaußenkanten sind belastet, Knie tendenziell nach außen bewegt. Noch. Konzentriert euch auf das Seitheben. Und geschafft. So, ich entschuldige mich, dass es gerade Baulärm gibt. So, ihr habt es geschafft. Als letztes gibt es nur noch einen Cooldown. Wir trinken einen Schluck. So. Um runterzukommen von allem, kommen wir in unsere komplette Körperstreckung und Körperbeugung. Richten uns einmal langsam nach oben hin auf, versuchen dabei einzuatmen, uns lang aufzurichten. Und bei der Ausatmung nach vorne hängen lassen, nach unten ein paar Mal federn. Einatmen, wieder nach oben hin aufstrecken, lang auf die Zehenspitzen kommen, so hochgreifen, wie es nur geht. Und ausatmen. Nach vorne in Ausfedern, Beine fast gestreckt. Kopf ist locker, Schultern locker. Ein drittes Mal nach oben. Und nach unten ausfedern. Wir bleiben in unserer Vorbeuge. Drehen den Kopf nach rechts und links zur Seite. Ganz lockere Bewegung. Konzentrieren uns darauf, den Hals locker und entspannt zu lassen. Nicken den Kopf vor und zurück. Wie gesagt, nur kleine Mini-Bewegungen. Nur so, dass wir unseren Hals locker bekommen. Und lassen den Kopf locker hängen. Wackeln mit unseren Schultern, sodass wir im schnellen Wechsel links, rechts, links, rechts, links, rechts mit den Händen Richtung Boden kommen. Und kommen auch hier zum Stillstand. Strecken unsere Beine einmal komplett durch. Und wandern mit unseren beiden Händen zur rechten Fußaußenkante. Versuchen unsere Fußaußenkante zu greifen, wenn wir da nicht hinkommen. Die Unterschenkelaußenseite. Und wandern über die Mitte zum linken Fuß. Auch hier. Also zur Außenseite zu greifen, Ferse zu greifen oder die Unterschenkel, Außenseite, Rückseite. Und wir wandern nochmal zur Mitte zurück. Wir federn mit unseren Händen vor die Füße, zwischen die Füße und hinter die Füße. Wer mit den Fingerspitzen gut hinkommt, versucht mit den ganzen Handflächen runterzukommen.
Und komm auch hier zum Stillstand. Lass nochmal alles locker hängen. Nehmen einmal unsere Ellenbogen in die Hände und beugen und strecken ein Bein im Wechsel. Schlenkern unser Gesäß nach rechts und links. Der ganze Oberkörper kommt mit dabei. Dann kommt zu so einem lockeren Oberkörperschaukeln. Lassen die Arme wieder hängen und rollen uns langsam und vorsichtig Wirbel für Wirbel wieder hoch. Die Lendenwirbelsäule fängt an. Strecken erstmal die Hüfte auf. Dann kommt die Brustwirbelsäule. Dann rollen wir unsere Schultern im großen Kreis zurück und heben den Kopf an. Stellen uns aufs linke Bein, das rechte Bein nehmen wir hoch in die Hände. Achten darauf, dass wir lang und gerade stehen. Strecken unser Standbein, schieben die Brust nach vorne, Schultern zurück, hoher erhobener Kopf und fangen dann an, unser rechtes Knie zur Schulter zu ziehen. Kreisen nochmal unseren rechten Fuß. Nehmen die rechten Fuß in die Hand, ziehen die Ferse zum Gesäß. Wenn wir wollen, können wir die zweite Hand mit dazu nehmen. Ziehen uns den Fuß zum Gesäß, Beine eng aneinander, Knie auf einer Höhe. Und dann probieren wir, nachdem wir uns wieder aufgerichtet haben, Schultern zurück, Brust raus. Kopf nach oben, versuchen wir die Hüfte nach vorne zu schieben und damit den Zug auf den rechten Oberschenkel zu erhöhen. Und lösen das Ganze. Andere Seite. Rechtes Bein ist unser Standbein, der linke Bein nach oben. Greifen uns mit beiden Händen unser Knie, richten uns lang auf. Suchen uns einen Blickpunkt, den wir fest im Blick behalten können. Schultern zurückziehen, Brust raus, erhobener Kopf, Standbein gestreckt. Und wenn das alles klappt, dann ziehen wir unser linkes Bein zur Schulter heran. Und kreisen unseren Fuß. Und greifen um, greifen zum Fußrücken, ziehen uns die Ferse zum Gesäß. Wenn wir wollen, können wir die zweite Hand dazu nehmen. Richten wieder unsere Oberschenkel parallel zueinander aus. Knie auf einer Höhe, Bauch fest, Schultern zurück, Brust raus. Und dann schieben wir die Hüfte nach vorne. Rechte Hüftseite, die schieben wir nach vorne und erhöhen damit den Zug auf unseren Oberschenkel. Und lösen das Ganze. Zu guter Letzt, Hände ineinander verschränken, schieben wir unsere Arme nach vorne in so einer leichten Rundrückenhaltung, versuchen die Schulterblätter auseinander zu ziehen, Kopf ist zu, Kinn ist zur Brust genommen, gucken durch die Arme hindurch. Und wir richten uns auf, Gegenbewegung dazu. Schulter nach hinten unten ziehen, Hände zur Seite, Daumen zeigen nach hinten. Und wir federn leicht mit den Daumen nach hinten. Unser Oberkörper ist in einer leichten Überstreckung, also Brust raus, leicht ins Hohlkreuz kommen. Und ein bisschen hochnäsig sein dabei. Und das Ganze wieder nach vorne. Gleiche Übung. In den Rundrücken kommen, Schulterblätter auseinanderziehen, Arme wegschieben von euch, zieht den Rücken auseinander und richten uns wieder auf in die Gegenbewegung. Erhobene Brust, erhobene Nase und die Daumenfeder nach hinten, Schultern sind nach unten gezogen. Und zu guter Letzt lassen wir unsere Arme locker hängen. Bewegen unseren Oberkörper nach rechts und links zur Seite. Die Arme, die schlenkern locker an unseren Körper herab. Wir achten dabei darauf, dass wir die Hüfte parallel zu unseren Füßen stehen lassen und nicht irgendwie hier mit unserer Hüfte groß hin und her.
rotieren, sondern die gibt nur so einen ganz kleinen Drehimpuls und der Rest kommt nur aus unserem Oberkörper, aus den lockeren Armen. So, gut. Da das hier mit dem Baulärm doch ein bisschen verstärkter wird, habe ich das jetzt versucht ein bisschen abzukürzen hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und Freitag oder Samstag, je nachdem, wahrscheinlich eher Samstag, Freitag muss ich zur Schule, kommt dann das nächste Video. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Viel Spaß!